Astrid Wucher. Kartellamt leitet Verfahren ein. Vermutung: geheime Preisabsprachen. Berlin. Das Bundeskartellamt hat ein Wettbewerbsverfahren gegen die fünf großen Ölmultis Aral BP, Esso, Shell, Jet und Total eingeleitet. Dies teilte Kartellamtspräsident Andreas Mund heute in der FAZ mit. Hintergrund seien nach Angaben des Präsidenten die enormen Preisschwankungen an den Tankstellen. Das Verfahren soll ein Beitrag sein, um die freien Tankstellen gegenüber den fünf Konzernen zu stärken. Bereits seit Jahren kursieren Gerüchte, wonach die Ölmultis geheime Preisabsprachen treffen, um ihren Gewinn weiter nach oben zu schrauben. Handfeste Beweise gibt es derweil jedoch nicht. Die freien Tankstellen werfen den Konzernen vor, selbst den Sprit unter dem Beschaffungswert zu verkaufen und gleichzeitig höhere Preise bei den Belieferungen unabhängiger Tankstellen zu verlangen. Das Kartellamt hat nun in einem ersten Schritt Stellungnahmen der Konzerne eingefordert. Ob das Amt tatsächlich am derzeit anhaltenden Spritwucher Änderungen herbeiführen kann, ist zu bezweifeln. Unterdessen lehnten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Finanzminister Wolfgang Schäuble, beide von der CDU, eine Anhebung der Pendlerpauschale ab, wie sie erst kürzlich durch die FDP ins Gespräch gebracht wurde. Die gestiegenen Mobilitätskosten belasten insbesondere den deutschen Mittelstand, der ohnehin schon seit Jahren in der anhaltenden Wirtschaftsdepression versinkt.